Ja, was heißt, von heute auf morgen können Sie so Sachen, die 10, 20 Jahre lang verbockt wurden, können Sie nicht regeln? Also das heißt, wir müssen damit damit leben, dass wir ein paar Jahre ohne genug Fachkräfte und ohne Arbeitskräfte über die Runden kommen. Vielleicht kann man auch Fachkräfte, Arbeitskräfte freisetzen, zum Beispiel, wenn weniger Zuwanderung stattfindet. Polizei, Mitarbeiter in welchen Behörden, die sich mit der Zuwanderung beschäftigen müssen, die könnten dann andere Aufgabenbereiche übernehmen. Können wir das so festhalten? Sie wollen Polizisten abbauen? Wir können gerne über die Zuwanderungskriminalität reden. Wenn wir die Zuwanderungskriminalität nicht hätten, dann hätten wir deutlich weniger Bedarf an Polizei. Das müsste eigentlich Ihnen als Innenpolitiker bekannt sein. Ja, da sieht man, dass Sie nur im Rechts- und nicht im Innenausschuss sitzen. Das ist wirklich ein blanker Unsinn. Das wird doch keine Abrede stellen, dass wir eine massive Kriminalitätseinwanderung haben. Wenn wir die nicht hätten, bräuchten wir weniger Polizei. Kriminalitätseinwanderung? Weniger Richter, weniger Gefängnisbeamte, weniger Justizvollzugsbeamte. Das ist ja wirklich...